Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Green Hell. Es wurde sich eine Playlist gewünscht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, eine zu erstellen, also eine Musik zumindest, die im Hintergrund laufen könnte. Ich wüsste nicht aber noch, welche da gut passen könnte. Ich muss da mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber momentan ist es halt noch sehr leise. Wie gesagt, tut mir sehr leid dafür. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Gut, wir sind jetzt wieder hier. Ich glaube, wir sind am Verrecken. Wir sind hungrig, wir sind durstig. Wir haben alle Zustände. Eine Kokosnuss, Moment einmal. Hatten wir hier nicht schon mal eine Kokosnuss gesammelt? Es ist schon eine Zeit her, dass wir das letzte Mal gezockt haben. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass ich wieder sehr doof bin. Also erweitern, zerstören. Nein, das war falsch. Das war falsch. Zerstören wollte ich es nicht. Hätte ich es nicht knacken können? Jetzt bin ich schon verwirrt. Was haben wir denn da? Kann man das jagen? Ich glaube nicht, oder? Da fällt mir gerade ein, warte mal. So, wie ging das jetzt alles schnell? Inventar. Und zwar mit dem hier. War das nicht so? Schon, oder? Wasser unsicher. Kokosschale nehmen. Passt schon so. Dann nochmal. Also einfach ins Wasser schmeißen. So, flutsch. Und trinken. Sauberes Wasser, super. Dann nochmal. Wir müssen sehr viel saufen, glaube ich. So, wie schaut's aus mit dem Durst? Um Gottes Willen, das braucht ja 2 Jahre, bis wir da fertig sind. So. Bröstelchen. Wir haben Parasiten, das ist hervorragend. Das braucht jeder Mensch. So. Immer her mit den Parasiten. Haben wir schon 10? 12 haben wir schon. Super. So. Könnte ich... Ich will jetzt mal das... Man kann es nur nehmen und trinken, ne? Was anders... Dann, naja, egal. Wir brauchen Seile. Ich brauche hier diese Schwammerl. Kohlenhydrate, Energie. Unbekannter Pilz. War der jetzt gegen die Parasiten? Ich glaube, ne? Verdorben. Super. Zerstören. Essen. Der ist auch verdorben. Da unten haben wir noch welchen. Da musst echt so viele Schwammerl essen. Larven. Da können wir eigentlich Maden, unbekannter Pilz. Keine Ahnung, essen. Oh, muss ich speimen? Yay! Einmal raus damit, Gott sei Dank. So muss das ausschauen. Eine Banane? Essen. Passt. Ich würde sagen, hä, was habe ich da genommen? Jetzt muss ich nochmal speimen. Super. Sehr schön. Ich glaube, da habe ich zu viel Sachen gegessen, die ich nicht essen sollte. Ja, Kohle. Einen Haufen Kohle. Was haben wir hier noch? Larve. Steinchen. Ich wollte jetzt eigentlich das mit dem Lagerfeuer und so. Wollen wir jetzt ein neues bauen, oder wie? Wofür herstellen? Sterben wir jetzt etwa? Ja. Wir werden verrecken. Das ist jetzt aber nicht sehr gut.
Es ist gar nicht gut, wenn wir jetzt sterben. Ich bin so müde. Okay. Vielleicht sollten wir uns echt mal hinlegen. Ich habe keine Ahnung. Unsere Gesundheit sinkt weiterhin. Ich glaube nicht, Medikamente oder so gibt es hier nicht, ne? So wie bei Forest. Keine Ahnung, ich futter einfach mal irgendwas in der Hoffnung, dass unser Leben doch wieder besser wird. Diese verdorbenen. Ah ja, wenigstens, ich glaube, das hat sogar funktioniert mit dem Essen. Das ist gut zu wissen. So, Maden und ein bisschen von dem haben wir noch, das ist super. Hängematte, Kokosnussschale. Okay, ich glaube, da ist ein Ureinwohner. Das ist jetzt aber nicht so besonders klasse, glaube ich. Also, wir stellen her. Na, falsch. Ich möchte bauen. Und zwar Tagebuch, passt das so? Ich glaube. Was haben wir hier? Ah, neue Pflanzen oder wie, ne? Molinera. Die langen Blätter eignen sich ideal für einen Verband, das wissen wir schon. Bitterholz. Wissen wir nicht so recht. Unbekannte Frucht, Flüssigkeit, Kohlenhydrate. Unbekannter Pilz tötet Parasiten mal 1. Unbekannter Pilz Lebensmittelvergiftung. Unbekannter Pilz Kohlenhydratquelle. Das war's. Handbohrer, Verband, Seil. Steinklinge, Stein, Axt, das wäre super. Stock und Stein, Fackel, Knochenmesser. Vierzackiger Speer wäre auch super. Pfeil. Strammer Feueranzünder. Na, ich würde gern. Wir werden schon wieder verrecken, habe ich so das Gefühl. Ich denke immer, da ist wer, ne? Ich müsste was essen. Wie immer haben wir nichts gescheit. Und wir brauchen Holz. Stock, Stock, Ast, kleiner Ast. Ich bräuchte eine Nuss oder irgend sowas. Ah, da haben wir eine. Essen. Essen. Stock. Ist das Spiel zu leise? Ich glaube, das Spiel ist zu leise, gell? Noch ein Stöckchen, noch mehr Äste. Ich glaube in der Tat, das Spiel ist zu leise. Warte mal. Alter, jetzt hat mich gerade das Gras erschreckt. Ich habe gedacht, da steht schon wieder so ein Jaguar-Arschviech. Dreckert's. Ah. Ich glaube, es wird wieder hell, ne? Tschüss. Das ist so unheimlich. Diese Eingeborenen. Ich hoffe echt, dass die mir nichts tun. So. Da haben wir noch ein Stöckchen. Jetzt muss ich mich ganz doll beeilen, dass wir unsere Larven hier kochen können. Ah ja, stimmt. Jetzt brauchen wir das Werkzeug, ne? So, mal schauen, ob ich das noch alles so einigermaßen hinkriege. Benutzen. Mir trifft gerade der Schlag. Wo ist denn das Klumpert? Wenn ich sterbe, sterbe ich halt, kann ja nichts machen.
So, und jetzt unsere Larven. Na. So. So. Hä? Es regnet, mich trifft der Schlag. Ich glaube, ich lege mich hin. Alter, mich trifft doch der Schlag. Ich werde sterben. Ja, ich glaube, jetzt sind wir tot. Glaube, es ist Game Over. Ich habe jetzt auch Standbild. Ist die Frage, ob das normal ist oder eher nicht. Wenn ich jetzt nochmal laden, du haut es hin. Ich habe gerade Standbild gehabt, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich eigentlich sterben hätte sollen müssen tun. So, jetzt sind wir wieder da, ne? Ja. Ja. Essen. Larve gekocht. Essen. Ja, das sind harte Zeiten. Was soll man machen? Gut. Wasser. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man da jetzt am vernünftigsten eigentlich Wasser macht. Ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, naja, besser Wasser zu machen. Wasser sauber. Trinken. Ah, okay, man muss ein bisschen warten. Oder wie? Okay. Ich verstehe schon. Okay. Aha, okay. Ein Igel haben wir bekommen. Super. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den jetzt wegzupfen. Bin ich. Achso, falsch. Warte, so muss das gehen. So muss das gehen. Hier haben wir keinen. Wie schaut's hier aus? Am Fuß, ne? Wahrscheinlich den bei der Hand. Da ist nix. Dann ist er hier. Was? So viele? Fertig. Gut. Wie schauen wir hier jetzt aus? Fast nichts mit Wasser. Der kann saufen, ist ja unwahrscheinlich. So, na dann nochmal. So, und so würde ich sagen. Aha, aufeinander, ja, ist auch nicht schlecht. Ah, unsicher, na, das nehmen wir nicht. Wir nehmen nur, was sauber ist. Hoppala. So. Unsicher. Unsicher. Und ich kann mir jetzt das so nimmer aufheben. Da muss man jetzt echt das trinken, oder was? Dann kriege ich ja Parasiten. Und hier kann man. Geht das? Kann man hier larven? Na, das geht nur, wenn man Fleisch hat, ne? Auch Bananen würden nicht gehen. Schwammerl gehen. Aha. Aber nur das eine Schwammerl. Das heißt, man muss ausprobieren, oder was?
Na, ich habe den guten verhaut. Ich wollte nur die schlechten wegschmeißen. Fü. Die Nuss erstmal weg. So. Na dann, Prost. Jetzt ist wieder sauber, okay. Der jammert da immer. Es ist echt zu leise, ne? Das geht so gar nicht. Platsch. Ist nochmal gut gegangen. Ist auch noch gut gegangen. Wir haben noch keine Parasiten. Trink, trink, trink. Es ist echt zu leise, ne? Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Wieso ist denn das so leise? Ich probiere es mal so. Mal schauen, ob es besser ist. Ah, nicht wirklich besser, gell? Dann probieren wir es noch hier. Optionen. Gibt es hier Audio? Lautstärke. Probieren wir es mal so. Ja. Zurück. Fortsetzen. Ah, jetzt wird's besser, oder? Oh, wir haben Parasiten. Das heißt, die müssen Schwammerl essen. Mahlzeit. Mahlzeit. Vier Parasiten haben wir schon, Gott sei Dank. So. Jetzt haben wir jetzt endlich einmal da. Ja, Wasser brauchen wir keins mehr. Gut. Sehr unwahrscheinlich. Dann können wir die Kokosnuss. Jetzt habe ich wieder Parasiten. Ah, das ist so lästig, dass man das nicht nehmen kann, ohne dass man krank wird. Ich bräuchte bitte Pilze. Könnten Sie bitte wachsen? Und Äste und Zweige, ein Haufen. So. Das ist jetzt echt. Sch Hoppala. Das ist jetzt echt doof mit den. Weg mit dir. Das ist jetzt echt doof mit den Parasiten. Es wäre jetzt echt super, wenn wir noch so einen Baumstamm finden könnten mit Schwammerl drauf. Halt, was war da? Stock. Stock, Stock, Stock. Ich gehe jetzt einfach mal in der Gegend rum. Vielleicht haben wir. Hä? War da jetzt gerade was? Da, hier. Ach so. Nehmen wir es mal mit, oder? Unbekannte Kräuter. Nanu? Keinen Platz. Jetzt hör auf. Wo hätten die hingehört? Da, ne? Wahrscheinlich. Hier haben wir Bitterholzblüten. Feder brauchen wir für die Pfeile, ne? Ob das klappt? Dann wahrscheinlich, warte mal. Kleiner Stock. So, und wahrscheinlich. Klappt das? Nö. Ach so, und Seil wahrscheinlich. Ha? Auch nicht. Was könnte man brauchen für einen Pfeil? Na, das passt auch nicht. Ich müsste nochmal nachschauen, glaube ich. Egal. Boah, wir haben Parasiten 7. Hör auf. Alter. Ich brauche dringend Schwammerl, da. Dringendst Pilze. Sonst verrecke ich hier auch noch. Vielleicht soll ich nicht laufen, ha?
Ach so, ich habe schon gedacht, das ist ein Jaguar. Ich bin jetzt ja total Jaguar geschädigt, total. Vollgas. War hier nicht auch mal? Hier sind Pilze. Die falschen leider. Ich bräuchte nämlich halt. Ich bräuchte die roten Pilze. Hier. Da sind sie schon. So. Dass wir wenigstens ein paar Parasiten wegbringen. So. Dann wird es schon werden. Da drüben wäre noch ein Bäumchen. Mit keine Pilze. Halt. Kleiner Stock. Da haben wir auch noch ein Pflanzerl. Schauen wir mal, was, ob das was kann. Kannst zwar nicht mitnehmen. Oder? Nein. Ah, so ein Dreck. Ich könnte so eine Art Truhe brauchen. Wo wir das Gesammelte reinschmeißen könnten. Bananen. Vielleicht haben die noch Platz. Die tun wir mal essen. Und die tun wir auch gleich essen. Da sind noch, ist noch eine Banane. Jawohl. Dachte schon, da ist noch eine Banane drauf. Gibt es hier noch Schwammerl? Ist das in deren. Ah! Ameisenhügel! Okay. Ameisen, noch mehr Ameisen. Wahrscheinlich können wir die essen. Achso, ich muss mich anschauen. Wir sind wahrscheinlich voll mit Ameisen. Aha, hier. Wow! Au! Was macht man gegen Ameisenpisse? Pisse. Piss. Lass mal das. Ein Piss einer Ameise. So, Herrschaftszeiten. Erste Hilfe. Mengenelement. Wirkung maximale Kondition. Bekannte Behandlungsmethode. Die beste Fettquelle sind Nüsse, die besten Kohlenhydratquellen sind Früchte, die besten Eiweißquellen ist Fleisch, immer sauberes oder abgekochtes Wasser trinken, andernfalls droht Parasitenbefall. Wie kocht man das ab? Halluzinationen, Kratzer, Schramme. Das, Ausschlag. Wirkung juckt, stört. Verschlechtert Geisteszustand. Bekannte Behandlungsmethoden. Allergische Reaktionen werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Okay. Ein Verband in Kombination einer Pflanze mit antihistaminischen Eigenschaften. Genau. Beschleunigt den Heilungsprozess. Aber Bandage braucht man. Die haben wir aber schon, ne? Rucksacki. Bist du dann da? So. Ich glaube, so macht man das. Mit der so und das hier so drauf. Na. Aha, da müssen wir einen neuen Verband bauen. Okay. Halt. Einen neuen Verband brauchen wir da. Das heißt, herstellen. Ich habe keine Ahnung. Okay, damit kann man mal nichts machen. Ameisen. Ich glaube nicht, dass wir da was Passendes hätten. Na, ich hab's zerstört. Huch! Also, ich bin müde. Du bist ohnmächtig, großartig. Ich habe nicht gemerkt, dass ich müde bin. Ja, ich lebe noch. God damn it.
bin so müde, es juckt. Hungrig wahrscheinlich auch, Parasitenbefall haben wir auch. Wir sind ein armer Teufel, wirklich wahr. Richtig arm. Eine Kokosnuss, die holen wir uns später, oder? Warte. Die können wir kaputt hauen, dann können wir was trinken. Passt. Trinken. Zum Wohl, meine Lieben. Und sammeln. So. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Was bist denn du? Ich vermisse unsere Mäuse übrigens. Was bist denn du? Ein Gürteltier. Oh Gott. Ist es kaputt? Alter. Oh, tut mir leid. Wir brauchen Fleisch deshalb. Was haben wir jetzt alles bekommen? Dir ausnehmen plus eins Gürteltierfleisch roh. Kann man auch den Panzer mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Einen Gürtel draus bauen eher nicht. Es tut mir leid, aber es sind harte Zeiten. Fressen oder gefressen werden. Ah, jo. Dararapa. Gut, von dem haben wir genug. Maden, die nehmen wir mit. Knochen nehmen wir auch mit, wenn er Platz hat. Sehr gut. Hungry ist er. Durstig ist er. Miert ist er. Der arme Teufel. Der arme Teufel. Er wird bald wieder in Ohnmacht fallen. Vielen, genau. In Ohnmacht vielen wird er. Ist schon soweit. Gute Nacht. Hoffentlich kommt da nicht der Jaguar und bringt mir mal um. Deswegen. So. Neuer Eintrag: Wurm. Ich habe einen Wurm gekriegt. Echt jetzt? Meine Güte. Gut, dann schauen wir uns wieder mal an. Ah, da ist er. Du grausliches Viech. Ah, habe ich da eine Schrammwunde? Was zum. Ich sollte nicht da auf dem Boden liegen. Das ist scheißlich ungut. Na, sonst haben wir nichts. Schramme, genau. Warte mal. Herstellen, Rucksack. Warte, warte, warte. Ich verdrücke mich jetzt die ganze Zeit. So. Aufs Pratzel kommt Verband. War das nicht der Verband? Hä? Das nicht. Ich nix wissen. Ich habe keine Ahnung. So, ich gehe jetzt mal nach Hause, sofern es gelingt. Unbekannte Frucht, jawohl. Och Gott, ich glaube, das ist nicht so gesund. Hier könnte es gehen. Oi, 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 oi. Wow. Hup. So, dreimal den Fuß gebrochen, Gott sei Dank. Die nehmen wir mit heim. Und jetzt schauen wir, dass wir heimkommen. Ja. Mann, da geht es natürlich nicht vorbei. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, wir müssen. Müssen wir überhaupt darüber? Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es mal darüber. Ich glaube, den Platz kennen wir. Das. Ja, dann schläft er halt nochmal eine Runde. Mann, der hält auch überhaupt nichts aus. Geht's wieder? Halt in der Nacht so rumstreuen ist, glaube ich, keine gute Idee. Da, Schwammerl.
Na, das will ich haben. Essen. Und essen. Stecken. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Geht nicht mehr. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen Parasiten, ne? Wo bin ich hier zum Teufel? Großer Stein. Wasser schmutzig. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Haben jetzt schon wieder ernsthaft Würmer. Warte, da sehe ich noch ein Pilz. Ach komm, lass mich darüber. So. Also, essen. Nehmen. 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 Und nehmen. Dann schauen wir halt wieder. Das mit der Wunde verstehe ich nicht. Ich habe gedacht, das ist zum Heilen für. Mit der Bandage hier, ne? Für das habe ich sie ja gebaut. Vielleicht muss noch was dazu. Wo ist denn jetzt dieser blöde Wurm? Ist nur das hier, ne? Vielleicht muss ja was dazu. Nein. Ja, fall halt wieder um. Den Part beenden wir jetzt mal. Weil das ist schon lächerlich, dass der alle 5 Sekunden umfällt. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!